Dies ist ein weiteres Video zum Thema Vektorrechnen und es geht immer noch um das Umformen von Geradengleichungen von einer Darstellungsform in die andere. Und dies hier ist ein zweiter Teil. Hier geht es jetzt darum, die normalen Formen in die Parameterform und anschließend auch in die Koordinatenform umzuformen. Ich mache das wieder anhand eines Beispiels, wieder die gleiche Gerade hier. Und ich möchte jetzt von der normalen Form ausgehen. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Stützvektor. Nee, P habe ich den genannt. P und ich brauche natürlich den normalen Vektor n. So, als Stützvektor kann ich mir jetzt wieder irgendeinen Punkt der Geraden aussuchen. Dann nehme ich wieder den, den ich vorher bei der Parameterform auch hatte hier, den Vektor 2, 2. Das sei mein P. Und der normalen Vektor, wie gesagt, senkrecht auf der Geraden bzw. senkrecht auf dem Richtungsvektor. Da nehme ich hier den Vektor 1, 2. Aus den beiden Komponenten kann ich jetzt die normalen Form aufstellen. Das heißt, die Gerade g mit dem normalen Vektor 1, 2 mal minus dem Vektor p, also dem Stützvektor. So, das ist die normalen Form und das setze ich eigentlich hier auch voraus, dass ihr die einzelnen Geradengleichungen aufstellen könnt. Das Ganze möchte ich jetzt in die Parameterform umformen. Und die Parameterform braucht ja, wie gesagt, einen Stützvektor. Den habe ich hier auch schon gegeben. Den kann ich einfach so übernehmen, das P. Und ich brauche den Richtungsvektor. Und eigentlich mache ich jetzt genau das in ähnlicher Form, was ich tun musste, um von der Parameterform in die normalen Form zu kommen. Ich nehme nämlich hier den normalen Vektor und muss jetzt einen Vektor ranmultiplizieren mit zwei Komponenten U1 und U2. Wenn ich die Skalar multipliziere, muss 0 herauskommen, weil ich möchte ja hier den senkrechten Vektor haben, der hier genau entlang der Geraden verläuft. Und da kann ich mir jetzt wieder beliebig einen aussuchen. Also muss natürlich hier auf der Gerade liegen, aber er kann beliebige Länge haben. Das heißt, ich habe hier unendlich viele Lösungen und suche mir irgendwie eine einfache raus. Setze jetzt hier wieder fest, zum Beispiel U1 sei 2. Da habe ich 2 mal 1. Und hier muss ich jetzt überlegen, ich muss irgendwie ein Minus reinkriegen, um auf 0 zu kommen. Also minus 1 habe ich 2 mal 1 ist 2. Minus 1 mal 2 ist minus 2, habe also zusammen 0. Das heißt, das hier wäre jetzt mein Vektor u. Und dann kann ich direkt die Geradengleichung aufstellen in der Parameterform. Das wäre dann mein Stützvektor, den ich hier einfach übernehme. Plus Lambda mal mein Richtungsvektor, den ich hier gerade ausgerechnet habe. Gut, das heißt, die Umformung von der normalen Form in die Parameterform geht eigentlich genauso wie von der Parameterform in die normalen Form. Nur einmal muss ich den Richtungsvektor bestimmen und einmal eben den normalen Vektor. Gut, zweite Umformung von der normalen Form in die Koordinatenform. So, gegeben habe ich hier meine normalen Form wieder und die möchte ich jetzt in die Koordinaten umformen. Das mache ich einfach, indem ich dieses Skalarprodukt hier ausmultipliziere. Also einmal den normalen Vektor mit xy und einmal mit dem Stützvektor. Das heißt, ich bekomme hier 1, 2 mal xy minus 1, 2 mal 2, 2. Und das Minus sehe ich ja hier wieder. Und das Ganze soll 0 ergeben. So, das kann ich jetzt skalar tatsächlich ausmultiplizieren. Habe ich 1x plus 2y minus. Und jetzt habe ich 1 mal 2 sind 2 plus 2 mal 2 sind 4. Macht also 6 mit dem Minus davor, minus 6. Gleich 0. Jetzt muss ich einfach nur noch die Zahl, die ich hier hinten über dieses Skalarprodukt erhalten habe, auf die andere Seite bringen. Da habe ich 1x plus 2y gleich 6 und schon bin ich fertig und habe die Koordinatenform. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man von der normalen Form in die Parameterform und hier jetzt auch in die Koordinatenform umformt. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit Sie sicher gehen können, dass Sie die wichtigen Informationen aus dem Video auch verstanden haben.